bin hier auf dem Juckerhof, um André Silberschmidt zu unterstützen. Der André vertritt die richtigen Werte. Freisinnige Kanton Zürich, Jungfreisinnige in Schweiz und dann schwupp im Nationalrat. Und ich denke, dort ist er am richtigen Ort. Und ich zusammen mit ganz vielen anderen motivierten freisinnigen Politikern und Politikerinnen darauf anstoßen, dass der André am 22. Oktober in den Nationalrat gewählt wird. Weil der André ein junger, engagierter Politiker ist, der es auch anbringt, die Anliegen der Jungen in den Nationalrat durchzubringen und nicht nur einzubringen. Ich freue mich, dass ich in den letzten vier Jahren doch über 12 Vorstösse durch National- und Ständerat durchbringen konnte. Unter anderem zur Stärkung von Start-ups, von der Innovation, aber auch im Sozialversicherungsbereich. Und ich denke, das ist auch wichtig, die kleinen Schritte. Es ist nicht nur, dass wir die Welt versuchen besser zu machen, sondern eben auch versuchen, im Konkreten Fortschritte zu erzielen. Und das, die kleinen Fortschritte, das ist auch etwas, was mich sehr motiviert. Und die dritte Motivation ist halt, weil ich auch persönlich noch viel Freude habe. Ich habe noch viel Energie. Ich habe jetzt gemerkt, die vier Jahre, das ist wie Probezeit. Und wenn du die bestanden hast, dann kannst du richtig Gas geben. Demo hat der Jungfreisinn in Schweiz gross gemacht. Mit anderen ist angekommen zu Bern und gerade produktiv gewesen. Und ich muss wirklich sagen, er lässt uns Alten wirklich alt aussehen. Er gehört unbedingt wieder in den Nationalrat, also kann ich nur bestätigen. Wir stehen natürlich über André Silberschmidt und werden ihn sicher zweimal auf die Liste tun. Ja, super Location, mega viele Menschen, super Stimmung, gutes Wetter. Was will man noch mehr, um in den Wahlkampf reinzustarten? Es hat mich gefreut, dass mich so viele Leute tragen, meine Kandidatur. Und jetzt geben wir Vollgas als FDP, dass wir die Wahlen gewinnen können, dass wir einen Sitz gewinnen im Kanton Zürich, dass wir mehr Freiheit für alle und für unsere Schweiz ermöglichen können. Danke vielmals für eure Unterstützung.